does what? Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn man den Antrag der Linken liest und auch den Titel anschaut, dann könnte man ja glatt den Eindruck gewinnen, als stünde es um unser Wissenschaftssystem richtig schlecht. Daher schlage ich vor, dass wir uns mal die Fakten ansehen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind auf einem historischen Höchststand. Niemals zuvor wurde in Deutschland so viel in Forschung und Entwicklung investiert. Staat und Wirtschaft haben 2015 erstmal das 3%-Ziel erreicht. Wir gehören zu den weltweiten Innovationsführern. Nie zuvor gab es auch mehr Jobs übrigens im Bereich Forschung und Entwicklung. Mehr als 600.000 Menschen sind in diesem Bereich tätig. Deutschland hat eine hohe Publikationsintensität und einen Spitzenwert bei der Exzellenzrate wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Und Deutschland wird auch für ausländische Forscherinnen und Forscher immer attraktiver. Ihr Anteil an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist in den letzten 10 Jahren erheblich gestiegen. Sie sehen also, unser Wissenschaftssystem steht hervorragend da, und das hat auch mit den richtigen politischen Weichenstellungen der letzten Jahre zu tun. Nun wollen also die Linken mit ihrem Antrag die Axt an Grundpfeiler unseres erfolgreichen Wissenschaftssystems legen. Der Pakt für Forschung und Innovation, so steht es in Ihrem Antrag, soll abgeschafft werden, und es soll außerdem auch keinen Wettbewerb mehr geben. Stattdessen lesen wir von kostenträchtigen Forderungen, verbunden mit dem Ruf nach immer höherer Lastenübernahme durch den Bund. Es ist schon darauf hingewiesen worden, fast auf den Tag genau vor einem Jahr ist das novellierte Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Kraft getreten. Die in Ihrem Antrag überwiegend genannten Zahlen beinhalten jedoch Auswertungen bis zum Jahr 2014. Von daher muss ich Ihnen sagen, wären Sie gut beraten gewesen, zunächst einmal die Wirkung der beschlossenen Vorhaben und der Gesetzesnovellierung abzuwarten und Kritik auf eine solidere Faktenlage zu stellen. Und bitte, liebe Linke, suggerieren Sie nicht immer, als würden sich nur die Linken um gute Karriereperspektiven in der Wissenschaft kümmern oder auch die Grünen. Das tun wir nämlich auch. Die Koalition hat bewiesen, gute Karriereperspektiven für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind uns mindestens genauso wichtig. Die Koalition hat deswegen auch einige Initiativen auf den Weg gebracht. Das ist schon angesprochen worden, das Tenure-Track-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, mit dem wir akademische Karrierepfade planbarer, transparenter machen wollen, die Anziehungskraft unseres Wissenschaftssystems weiter erhöhen wollen, aber auch die Chancengleichheit voranbringen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Wir nehmen dafür auch Geld in die Hand, nämlich über 1 Milliarde Euro. Und hier sind auch die Länder gefordert. Und ich freue mich ja darauf, wenn die Linken oder auch die Grünen in ihren Landesregierungen hier den Beweis erbringen, ob nur geredet wird oder auch tatsächlich in den Landeshaushalten gehandelt wird. Um Fehlentwicklungen in der Befristungspraxis entgegenzuwirken, haben wir das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, schon angesprochen worden, novelliert und eine Reform mit Augenmaß umgesetzt. Wir berücksichtigen die berechtigten Interessen der Beschäftigten im Wissenschaftsbetrieb und sichern zugleich die im Wissenschaftssystem unerlässliche Flexibilität und Dynamik. Unsachgemäße Kurzbefristungen, die uns natürlich auch ein Dorn im Auge sind von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wollen wir mit dem Gesetz einen Riegel vorschieben, und wir werden sehen, was die Evaluierung dann bringt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Pakt für Forschung und Innovation ist im Antrag genannt, den Sie abschaffen wollen. Dabei ist er ein Erfolg, und zwar ein großer Erfolg. Er hat sich nämlich bewährt und er wirkt. Das hat auch der Monitoring-Bericht 2016 der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz abermals bestätigt. Mit ihm bekommen die beteiligten Wissenschaftsorganisationen finanzielle Planungssicherheit und verpflichten sich auf bestimmte forschungspolitische Ziele, übrigens auch Karriereperspektiven. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Union ist klar, wir wollen Leistung und Exzellenz fördern und faire Chancen bieten. Und unser Wissenschaftssystem braucht eine gewisse Flexibilität und Dynamik, um Innovationen zu ermöglichen.
Und weil in den letzten Wochen immer wieder von einem gerechten Bildungssystem gesprochen wird und in den Medien berichtet wird, darf ich daran erinnern, seit 2005 haben sich die Ausgaben des Bildungs- und Forschungsministeriums mehr als verdoppelt. In diesem Jahr stehen dem Bund für Bildung und Wissenschaft, Forschung 17,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das soll uns mal einer nachmachen. Und seitdem Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, wurde massiv in Deutschlands Zukunft investiert und gleichzeitig wurden keine neuen Schulden gemacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist gerechte Politik für alle Generationen. Vielen Dank, lieber Kollege Stefinger. Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen.